Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's um die starken Wurfarme 90 und noch mehr. Bleibt dran. Der 90er Wurfarm, das ist für viele das Ende der Fahnenstange, aber das ist es noch gar nicht tatsächlich. Und was ist denn eigentlich der 90er Bogen für einen Wurfarm? Das alles gucken wir uns jetzt mal an, weil da gibt es massive Unterschiede. Das ist mein 90er Wurfarm und der sieht wahrscheinlich anders aus als dein 90er Wurfarm, weil du wirst mit Sicherheit nicht die Dinger und nicht die Dinger dran haben. Wenn ich es nochmal finde, dann verlinke ich es dir hier unten. Aber ob das was bringt, müssen wir eigentlich jetzt erstmal klären, weil wer weiß denn überhaupt, ob das was bringt? Vielleicht bringt das ja gar nichts. Und deswegen gibt es dieses Video hier. Denn in diesem Video werden wir einmal den 90er so testen, wie ich ihn habe. Dann im Vergleich dazu einen 90er, genauso, aber ohne das und das. Wie verhält sich denn ein normaler 90er mit Polymer-Endkappen im Vergleich zu einem 90er-Bogen mit den Alu-Endkappen? Frisst das Leistung oder nicht? Mal schauen. Es sind eigentlich schon reichlich Themen für heute. Aber ich habe noch was mitgebracht. Und zwar den Vlad 90er. Mit ein paar Modifikationen passt der nämlich auch mit dem Schnellwechselblock in die Stänger rein. Wir wollen jetzt einfach mal testen, wie schneidet denn der 90er Vlad im Vergleich zum 90er Steamboat-Bogen ab. Weil die Gerüchte sagen ja immer mal wieder, dass das gar keine 90 Pfund sind, sondern wahrscheinlich 100 oder 105. Dem Ganzen gehen wir auch auf den Grund. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit den Tests an. Die Stinger ist noch ohne Wurfarm. Ich setze jetzt hier als allererstes mal den blanken 90er Bogen ein und der wird jetzt bespannt. Da auf der anderen Stinger auch eine Originalsehne ist, nehmen wir hier auch die Originalsehne. Ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder andere Sehnen getestet, zum Beispiel von Horizon, eigentlich für die Redback. Da muss ich aber ehrlich sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe die Sehne jetzt einfach so aus der Packung genommen und ich werde die Mitte und auch die Ohren nicht mit Wachs behandeln, aber die einzelnen Sehnenfasern werden jetzt einmal gewachst. Ich nehme hier das gute rote Boning-Sehnenwachs. Ihr könnt aber auch andere Sehnenwachse nehmen. Falls es das noch auf Amazon gibt, wird es natürlich verlinkt. Ich fledder mir das jetzt hier auf und mache jetzt hier einfach von der Seite einmal so und von der Seite einmal so. Und im Anschluss verreiben wir das jetzt in den Sehnenfasern. Wirklich wichtig ist, dass ihr hier viel reibt, weil die Reibungshitze verflüssigt das Wachs und dann kommt das auch wirklich an alle Fasern dran. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sind das jetzt so richtig flache Dinger. Und jetzt können wir die einspannen. Die Spannhilfe ist drauf. Achtet wirklich darauf, dass die gut sitzt und nicht irgendwie so halb oder so. So, bloß nicht den Finger am Abzug haben, der muss jetzt wirklich lang sein. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr hier starke Schmerzen. Ihr hakt jetzt die eine Sehne ein. So, ich ziehe mir jetzt die Sehne einfach hier hin. Und jetzt sehen wir, mit der Spannhilfe haben wir noch extrem viel Platz. Deswegen, ich drehe mir jetzt hier die Sehne so weit ein, bis wir das Ohr gerade so über die Endkappe kriegen. Und überall wieder Katzenhaare. Ich werde immer wieder gefragt, wie oft man die Sehne eindrehen soll. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Man kann nicht sagen 5 bis 10 Mal oder 15 bis 25 Mal. Es kommt darauf an, wie lang die Sehne ist und auch ob die neu ist oder ob die sich schon gelenkt hat. Aber ja, letzten Endes geht es um die Länge der Sehne. Da die sich aber verändert mit der Zeit, ist das nichts Aussagekräftiges. Meine Faustregel ist einfach immer Spannhilfe drauf und dann so oft eindrehen, bis es gerade so drum geht. Ne? So hier. So, und auch jetzt die Sehne nicht flitschen lassen, sondern wir heben uns die hier raus. Jetzt sehen wir auch schon, wie weit die Sehne hinten bei mir liegt. Das ist nämlich ganz schön ordentlich. Die liegt hier auf der dritten Rippe. 1, 2, 3. Hier. Ich versuche immer hinter der zweiten Rippe zu sein. Im besten Fall zwischen 2 und 3. Noch ist jetzt ganz trocken. Das müssen wir natürlich ändern. Das ist bei den niedrigeren Zuggewichten nicht ganz so brutal, aber bei den 90ern sollte man wirklich luben, also schmieren mit Rail Loop. Einfach eine Spur hier ziehen und eine Spur hier ziehen und das Ganze ein bisschen mit dem Finger verteilen und wir sind durch. Natürlich müssen wir jetzt bei jedem Wurfarm immer die gleichen Pfeile verwenden. Ich werde immer 3 Pfeile schießen, es ist jedes Mal sind es diese 3 Pfeile. Und zwar sind das 3 Bodkins der neuen Carbon-Hybrid-Serie.
Die wiegen um die 15 Gramm, sind also ziemlich, ziemlich schwer. Aber lieber zu schwer als zu leicht. Aber was wäre schon ein Kroni-Test ohne Kroni? Den braucht man natürlich auch. 90er Bogen, Polymer entkappen, also so wie er auf den Markt kam, aber mit den neuen Pfeilen. 52,3 Meter pro Sekunde. 54,1 Meter pro Sekunde. 54 Meter pro Sekunde. Wie verhält es sich denn jetzt, wenn man nur vorne diese Dämpfer dran hat? Für den Einbau vom Dämpfer baue ich das mal gerade aus. Ich nehme das jetzt einfach hier und das Ding kommt hier drauf. Ist im Grunde wie so ein Knopf. Ne? So sieht das dann aus. Das gleiche machen wir parallel auf der anderen Seite auch. Ich setze mir die jetzt relativ weit mittig, also hier auf das Ende von den Stickern. Dann gucken wir mal, ob diese Dämpfer Leistung fressen oder ob sie wirklich nur den Schock absorbieren. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Trockenschuss mit dem 90er Bogen und Polymer Endkappen gemacht. Und da waren diese Dinger drauf und es ist nichts passiert. Ob das Glück war oder diesen Dingern zu verdanken ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke tatsächlich, dass es hiermit auch zusammenhängt. Wäre jetzt sehr interessant, wenn das Ding jetzt keine Leistung verliert. Damit das Ding keine Leistung verliert mit den Dämpfern, gilt es jetzt, den Wert von 57 Meter pro Sekunde nicht signifikant zu unterschreiten. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. 53,3. 54,3. 54,3. Ich würde sagen, es schluckt kaum bis gar keine Leistung. Und auf die Sicherheit zahlt es, zumindest laut meiner Erfahrung, ein. Das ist also wirklich eine Überlegung wert. Ich versuche euch mal die Dinger nochmal rauszusuchen und wenn ich sie finde, gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt wird es Zeit zu testen, wie denn Sehne gegen Sehne läuft. Also Sehne, Originalsehne von Steambo gegen die Sehne selbst gespleist aus Dynema. Diese Sehne hier, die habe ich nicht selbst gemacht, weil ich selbst würde die Mittelwicklung nicht machen. Ich selbst würde mir das einfach aus der Mitte von innen verstärken, so wie ihr das damals im Tutorial gesehen habt. Das hier hat ein netter Zuschauer von mir für mich gemacht und mich einfach mal testen lassen. Und das werden wir jetzt heute hier live machen und einfach mal gucken, hat die einen Vorteil, was die Leistung angeht, gegenüber einer Originalsehne? Oder hat die vielleicht sogar einen Nachteil? Testen wir. So, ich habe diese Dynema-Sehne jetzt auch einfach mal ein paar Mal eingedreht, damit wir hier auch den optimalen Abstand haben. Und die Sehne liegt wieder zwischen dem zweiten und dem dritten Horn oder Rippchen. So wollen wir es haben, so kann es bleiben. Und jetzt die Sehne von Markus. Mal gucken, ob die schneller ist. Kommt die jetzt über 54 oder bleibt sie drunter? 51,3. 50,7. 50,2. Eine mit Mittelwicklung verstärkte Dynema-Sehne ist also gar nicht mal mehr schneller. Hm. 50,4. Wie es scheint, nimmt die Mittelwicklung auf der Dynema-Sehne dann doch die Leistung wieder runter. Weil ich habe ja schon einmal Versuche mit Dynema-Sehne gemacht gegenüber der normalen Sehne. Und da war es eigentlich ziemlich eindeutig, dass die Dynema-Sehne schon schneller ist. Einfach weil sie leichter ist und weicher ist. Aber jetzt haben wir hier natürlich gar nicht mal mehr so einen Gewichtsvorteil. Und wir haben jetzt auch wieder eine ziemlich harte Mitte. Kann sein, dass das der Grund ist. Es wird sehr bald übrigens ein neues Tutorial für die Dynema-Sehne geben. Und da werde ich dann auch nochmal erklären, dass Dynema keine Tuning-Sehne in dem Sinne ist, sondern eigentlich die Plan-B-Sehne ist, die Prepper-Sehne ist. Also wenn ihr einfach über einen langen Zeitraum keine Sehnen mehr bestellen wollt, aber trotzdem nicht aufs Schießen verzichten wollt, dann ist das was für euch.
Aber es geht dabei nicht ums Tuning. Das ist der falsche Ansatz, meiner Meinung nach. Wir machen jetzt hier wieder die Originalsehne drauf, damit wir einen akkuraten 1:1 Vergleich haben. Polymer entkappen gegen die Alu entkappen. Für den akkuraten Vergleich nehmen wir hier natürlich schon wieder eine neue Sehne. Original aus der Packung und die wird genau so behandelt, wie wir es mit der eben auch gemacht haben. Also ein bisschen Wachs hier und ein bisschen Wachs hier. Und im Anschluss gut verreiben. Schön das Wachs da reinwichsen. Natürlich auch wieder hier schön eindrehen. Zweite bis dritte Rippe. Und wir sind wieder da, wo wir sein wollen. Also auf der dritten Rippe. Wunderbar. Wir haben jetzt zwei exakt gleiche 90er Bögen, Polymer entkappen und Polymer entkappen. Hier müssen wir noch die Alus drauf machen. Aber ich mag jetzt erstmal testen, sind die denn überhaupt identisch, die beiden 90er Bögen? Rein theoretisch sind sie das. Aber wenn es jetzt hier schon eine Abweichung gibt, ist natürlich gleich logisch, dass es dann auch noch mehr Abweichungen geben wird. Das müssen wir einfach mal gerade validieren, dass die einigermaßen gleich sind. 48,2. 50, 50, 48,4, 50. Dieser Bogen schafft jetzt gerade ohne alles, ohne die Dämpfer, mit der Originalsehne und mit den Polymer-Endkappen, nur 50 Meter. Wie viel schafft er denn hier? Der war doch 54. 52,8. 54,5. Um zu vermeiden, dass es zwischen den beiden Bögen irgendwelche Abweichungen gibt, also dass sie zum Beispiel im gleichen Setup unterschiedliche Werte erreichen, weil es einfach irgendwie andere Chargen sind und da irgendwas anders gelaufen ist, werden wir jetzt noch einmal die Geschwindigkeit von dem hier testen mit den Polymer-Endkappen und im Anschluss wechseln wir auf dem Wurfarm hier die Endkappen zu Alu und messen dann die Veränderung. Also noch einmal 3 mit diesem Wurfarm. 52,5. 54,1. 54,6. Hier sind die Alu-Endkappen. So, die Endkappen sind drauf und die Sehne liegt wieder da, wo sie sein soll, also auf der dritten Rippe. So, dann testen wir doch mal, ob die Alu-Endkappen jetzt wirklich signifikant Leistung fressen oder ob sie einfach nur ein Sicherheitsgewinn für die platzenden Endkappen sind. 52,9. 54,9. 52,9. Ich würde sagen, das ist relativ minimal. Wir machen noch mal 3. 53,1, 53,7, 53,0. Ich würde sagen, man kann schon einen kleinen Leistungsabfall bemerken, aber ich weiß nicht, ob das wirklich signifikant ist. Ich würde sagen, nein, das ist wirklich minimal. Die Alu-Endkappen, die fressen wirklich nicht so viel Leistung, wie ich gedacht hatte. Ich würde sagen, das ist ein Top-Ding, was man auf jeden Fall machen kann. So, aber jetzt wird es mal richtig interessant, weil jetzt machen wir was völlig Beklopptes. Jetzt nehmen wir einen Vlad-Bogen und packen den in die Stinger. Damit das passt, habe ich hier diesen Block ein bisschen zurechtgefeilt, weil der Arm ist deutlich dicker als die Stinger-Arme. So, und jetzt passt der aber rein. Vlad-Endkappen sind drauf. Und hier kommt jetzt aber keine Stinger-Sehne drauf, sondern eine IKEA-Archery-Sehne. Ihr könnt mir ja sagen, ob das hier mit diesem Code wirklich die richtige Sehne für diesen Wurfarm ist. Sieht für mich durch die alten Logos und Produced by Polang irgendwie so aus, als ob Attila mir da einfach eine alte Cobra MX-Sehne geschickt hat. Aber vielleicht ist das Design von den Sehnen ja wirklich so.
Klärt mich da bitte auf, wenn jemand von euch weiß, ob das die Original-Blattsehne ist oder nicht. So, auch hier natürlich gleiche Behandlung. Bisschen Wachs auf die Fasern. So, vielleicht werden die Vlad und ich ja doch Freunde. Zumindest der Wurfarm der Vlad. Das werden wir jetzt herausfinden. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, weil dieser Wurfarm kostet nur um die 30 Euro. Und wenn der jetzt wirklich mit dem 90er Bogen mithalten kann oder sogar noch besser ist, dann ist das hier auf jeden Fall meine neue Budget-Tuning-Empfehlung. Mal schauen, ob ich die aussprechen kann. Spannbarkeit ist übrigens sehr einfach, wie man sieht. 56,9. Ja, okay, nicht ganz so einfach wie mit einem normalen 90er. 57,4 und man merkt auch wirklich, da ist mehr Dampf hinter. Aber das Spannen ist immer noch gut machbar. 57,3. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich signifikant mehr Leistung. 3 Meter pro Sekunde, das sind einige FPS. Und wie viel Joule das sind, das rechne ich euch jetzt gerade hier unten aus. Oh, das macht echt Spaß. Ich mache direkt nochmal 3. ...57,9... ...58,5... ...57,1. Das Ding hat echt Druck, also wirklich. Es ist halt auch komplett schwarz. Steht halt Vlad in, also schwarz in schwarz drauf, ne? Das ist so glänzende Oberfläche auf leicht satiniert. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Allerdings sehe ich gerade, dass der nicht symmetrisch drin ist. Der hat nicht diese Markierungen, wo man einspannen soll. Und dementsprechend habe ich das ein bisschen frei Schnauze gemacht. Muss ich mal nachspannen und dann werde ich einfach mal testen, wie denn die Präzision sich jetzt geändert hat. Ob das Einfluss auf die Präzision hat? Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall hier auch mal mit einer Auszugswaage testen. Die habe ich jetzt nicht hier. Wie viel Pfund das wirklich sind, weil ich glaube nicht, dass das 90 sind. Ich glaube, das sind dann mehr, wenn wir hier wirklich deutlich 47,4. Der war zu schnell. Also zu schnell hintereinander geschossen. 47,1. Ja, wir haben hier wirklich deutlich höhere Ergebnisse und das auch noch zu einem guten Preis. Liebe Vlad, du bist ein wunderschönes Plündereiobjekt, was wir zum Tuning von unserer Stinger nehmen können. Mega. Finde ich echt gut. Vor allem, der ist echt günstig. Der ist nicht so teuer wie der 90er Pro. Und dementsprechend gibt es hier und jetzt eine Empfehlung für den neuen Budget-Tipp des Jahres. Der Vlad-Wurfarm für die Stinger. Aber euch muss im Klaren sein, ihr müsst hier Hand anlegen. Weil der passt einfach so nicht rein. Ihr müsst das einfach ein bisschen zurechtfeilen. Der ist sonst zu hoch. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, spricht eigentlich nichts dagegen. Ich kann gerade irgendwie nichts verschieben. Um den hier neu zu zentrieren, drehe ich jetzt einmal gerade alle Schrauben lose. Also man muss halt wirklich sagen, er ist nicht für dieses Schnellwechselsystem gemacht, logischerweise. Und das merkt man auch. Der Vlad-Bogen kommt jetzt raus und wir testen jetzt hier einen Prototypen. Der ist noch komplett ohne Beschriftung. Wenn der Bogen mal in Serie geht, wird der Magnum draufstehen. Das ist der 120er von Steamboat. Dass er in Serie gehen wird, wissen wir mittlerweile alle. Aber was wir noch nicht wissen, sind die Meter pro Sekunde Werte bzw. die Joule Werte mit diesem 15 Gramm schweren Pfeil. Los geht's. 56,2. 56,2. 55,3. Nochmal. 55,1. 55,1.
55,7. Der ist jetzt irre. Das hier ist der 120er und der ist einen Ticken langsamer als der 90er von der Vlad. Irgendwas stimmt beim Vladbogen also gewaltig nicht. 100 Pfund sind es also auch nicht, sondern es sind deutlich, deutlich mehr. Aber ich frage mich gerade echt nach dem Sinn. Warum macht IKEA Archery das? Weil offensichtlich hat man in der Vlad richtige Probleme, dieses Ding zu spannen. Da bin ich übrigens nicht der Einzige. Wenn du wissen willst, was ich meine, dann klick mal hier oben, weil hier findest du jetzt das Video zur Vlad. So, und jetzt machen wir etwas, was so überhaupt nicht empfohlen ist. Auch nicht, wenn das Ding mal in Serie geht. Weil das ist jetzt der 150er Hunting-Wurfarm, der eigentlich nur für die Survival geeignet ist. Warum ist der nur für die Survival geeignet? So offensichtlich funktioniert er ja auch in die Tactical oder zumindest er passt in die Tactical. Ja, das ist richtig, aber ich würde tatsächlich den auch ungern in der Tactical schießen. Ich mache es jetzt hier für den Test, aber so wirklich verwenden werde ich den nur in der Survival, weil, ganz einfach, wenn ich hier einen Leerschuss machen sollte, weil mit Magazin, das verleitet einfach dazu, dass man ballert und nicht hinguckt und nicht zählt. Und wenn mal irgendwas nicht passt, ist mir auch schon mal mit dem 90er Bogen passiert. Ich glaube, das hier mit 150 Pfund würde nicht so glimpflich verlaufen, wie es bei mir mit dem 90er Bogen verlaufen ist. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob der 150er Bogen von Steamboat denn die 57 Meter toppt. Oder ob der 90er Bogen von der Vlad nicht vielleicht eher sogar ein 150er Bogen ist. Boah, also der 150er ist doch noch mal deutlich straffer als der 120er. Oh, 61,5. Der ist auch sehr straff im Abzug. Boah. 62,6. Hui, der ist giftig. Giftig ohne Ende. Boah. Alter, 61,7. Krass. Die hohen Werte können auch Glück gewesen sein. Wir wiederholen es noch einmal. Liegt nicht daran, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Nein, ich will auf Nummer sicher gehen. 61,9. Boah. Zu schnell. Dann müssen wir es leider noch mal wiederholen. 61,3. Boah, das macht richtig Bock. 61,8. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob man hier auch den Reini, also den, ne, wir bleiben mit der Schulterstütze einfach mal im Anschlag, ob das auch geht. Boah, alles geht. 61,4. Aber es ist schon hart an der Grenze. 61,4. Wow, die Leistung, die ist, boah, also das ist nochmal ein richtiger, das ist richtig, richtig stark. Ich muss nochmal gerade auf den 120er zurückwechseln. Nochmal mit dem 120er. Einfach, dass wir nochmal einen besseren Vergleich für die Spannbarkeit haben. Und ja, das ist wirklich deutlich, deutlich einfacher. Der 120er ist so ein bisschen der 90er Plus, sage ich mal. Also ein 90er Pro Pro. Ja? 55 Meter pro Sekunde. 55,9 Meter pro Sekunde und 55,5 Meter pro Sekunde. Also man kann sagen, der 120er, der macht wirklich, wirklich Bock im der Tactical. Da ist er einfach richtig schön schnell. Man kann den auch noch immer im Anschlag spannen, das ist gar kein Problem. Man kann echt schnell mit dem schießen, man kann sehr genau mit dem schießen. Gut, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das sehen wir dann im Präzisionstest. Aber ja, ich bin ziemlich zufrieden mit dem und ich muss sagen, das hier wird auf jeden Fall mein neuer Wurfarm. Ich will den natürlich auch mit der Aufschrift haben, also ich werde mir natürlich das Original kaufen, wenn es rauskommt. Das wird auf jeden Fall mein neuer Wurfarm für die Tactical. Es macht einfach Spaß. Und jetzt teste ich mal 11, irgendwas Gramm Pfeile. Wie die denn hier mit beschleunigen? Da will ich mal sehen. So. 105 Meter pro Sekunde. Also Gott bewahre, das ist doch hoffentlich eine Fehlmessung. Ansonsten haben wir jetzt hier gerade was Heftiges geschaffen. Was wirklich Heftiges geschaffen.
61,3. Okay, 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 alles gut. 61,3. Wow. Wow. 62,9. Okay, also 120er Wurfarm. Ich rechne euch ja auch hier die Joule mit aus. Mal gucken, wie jetzt hier der Joule-Wert abschneidet. Ihr seht jetzt hier den Joule-Wert mit den 15 Gramm Pfeilen. Und hier seht ihr jetzt den Joule-Wert mit diesen 11,2 Gramm Pfeilen. Ja, also es macht Spaß. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Und also gerade der 150er, boah, mit 15 Gramm Pfeilen, heftiges Ergebnis. 61 Meter pro Sekunde. Nicht schlecht. Jetzt nochmal die gleichen Pfeile, aber diesmal wieder mit dem Vlad-Wurfarm. ...64,2... ...62,5. Und der ist schwerer zu spannen als der 120er. ...63,4. Der 90er Bogen von der Vlad ist über dem 120er von Steambo. Was kann nicht sein? Was macht EK Archery da? Also, man muss dazu sagen, das hier ist nicht der erste Bogen, den EK Archery mit irgendwelchen Wunschzahlen angibt. Ne? Die Cobra MX wurde mit 80 Pfund angegeben, landet bei 50. Die EK Archery Edda oder Cobra RX ist mit 130 angegeben und landet bei fast 150. Und der hier ist mit 90 angegeben und ist mal mindestens genauso stark wie der 120er von Steamboat. Lässt sich sogar noch schwerer spannen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht habt ihr mal nachgemessen, also wirklich das Zuggewicht bei dem Auszug. Und könnt mir jetzt hier eine Zahl in die Kommentare schreiben. Wenn ja, tut das bitte. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr da Erfahrungen mit habt. Abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, der Vlad-Wurfarm ist krass. Wenn man den in die Stinger einbauen möchte, muss man halt basteln. Wenn man nicht basteln möchte, nimmt man den 120er von Steamboat. Und hat dann einen Wurfarm, der einen Ticken schwächer ist als der 90er Vlad, aber auch viel besser zu spannen ist. Ich glaube, die 120 sind ideal für die Tactical, die 150 und auch eigentlich der Vlad-Bogen sind zu viel für die Tactical. Und für die Vlad sowieso. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber macht schon Spaß, so eine Vlad mit 90 Pfund zu schießen. Ist jetzt an das erste Mal, dass ich auch mal in den Genuss komme, wirklich mal eine mehr oder weniger flüssige Gruppe zu schießen, macht Spaß. Muss ich echt sagen. Nur ist halt jetzt umgangen. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr die Vlad. Das ist jetzt die Stinger mit dem Vlad-Wurfarm. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen, ein bisschen was lernen und weißt jetzt, welcher Wurfarm es für dich in Zukunft wird. Schreib mir mal bitte deinen Wunschwurfarm unten in die Kommentare rein. Und ich mach jetzt mit dem Pfeiltest weiter. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du wieder dabei warst. Und ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier bei MAG. Modern Archery Germany. Mit dem Vlad-Wurfarm. Ich gucke einfach mal, ob man damit auch schnell schießen kann. Er ist ja wirklich ein bisschen straffer als der 120er. Wir testen es einfach mal. Ich würde sagen, das klappt gut. Tja, besser als gedacht auf jeden Fall. Nicht schlecht, ey. So, in dem Sinne, hau rein, bis nächste Woche und ciao.